Der IFO-Geschäftsklima im Mai ist auf ein neues Rekordniveau gestiegen. Den Unternehmen ging es noch nie so gut seit der Wiedervereinigung in Deutschland. Eigentlich kann man sagen, dass die Impulse für die deutsche Wirtschaft eigentlich aus fast allen Bereichen kommen. Wichtigster Treiber ist weiterhin die Industrie. Die berichten uns von sehr, sehr guten Auftragsbeständen. Die Bücher füllen sich weiter, auch die aus dem Ausland. Sie wollen mehr exportieren, sie wollen mehr produzieren. Der Bau eilt von Rekord zu Rekord, also die Niedrigzinsen befeuern weiterhin das Bauwachstum in Deutschland. Und der deutsche Konsument ist bestätigt darin, weiter einzukaufen, auch weil die Unternehmen immer mehr Leute einstellen. Wir haben ja im ersten Quartal schon eine sehr gute Wachstumsrate mit 0,6 Prozentpunkte für das Bruttoinlandsprodukt gehabt, was sehr hoch ist. Die aktuellen Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese hohe Schlagzahl gehalten werden kann in der Konjunktur, was auch sehr selten ist für die deutsche Wirtschaft. Auch da erwarten wir 0,6 Prozent und wir gehen davon aus, dass dieses weiterhin gehalten werden kann. Ich meine, da gibt es ja immer die Midterms, na bald, aber ich meine, ich habe jetzt fast jetzt ein... Ich denke, dass die Wahl in Frankreich durchaus etwas Rückenwind gegeben hat, dass man generell das Gefühl hat, dass man die Probleme in Europa angehen kann und Europa nicht unter Druck gerät. Das ist sicherlich hilfreich für die Stimmung gewesen in Deutschland. Der Brexit hat die deutsche Wirtschaft ja größtenteils auch bisher unbeeindruckt gelassen. Da warten die Unternehmen einfach darauf, wie sich konkreten Verhandlungsergebnisse entwickeln werden. Und dann kann man das dann auch bewerten. Die aktuellen Ereignisse von heute muss man abwarten, ob das die Stimmung beeinflussen wird, ob das etwas Unsicherheit hereinbringen wird in die deutsche Wirtschaft. Im Moment haben wir dafür noch keine Anzeichen. Und jetzt müssen wir auch, genau. Auch wenn ich noch so konnte, ich da immer werden.